Ja, ich wollte euch die vom Tommy Hansen, also die KenFM kennen, die werden das wahrscheinlich gesehen haben. Der Tommy Hansen ist ein dänischer Journalist, lebt aber jetzt in Berlin und hat sich die Aufgabe gemacht, sozusagen die Nachrichten, die man normalerweise nur im Internet findet, also die wirklich waren, auch in Form von einer Zeitschrift rauszubringen und hat eben dieses Free 21 gegründet. Das gibt es jetzt im Internet und man kann sich das auch artikelweise runterladen per PDF. Aber es gibt auch diese ganze Zeitschrift und das funktioniert so, dass man ein Abo bestellt. Die kommt viermal im Jahr raus und hat halt lauter spannende Artikel drinnen und Recherchen drinnen. Das Abo kostet 20 Euro, also viermal im Jahr 20 Euro. Und im Moment ist es so, dass man für diese 20 Euro 10 Zeitschriften kriegt. Und der macht es so, je mehr Leute das bestellen, desto größer kann er produzieren und desto billiger wird es. Und es ist jetzt schon so, dass es, dass die Nachfrage so groß ist, dass er schon bei 20 pro Abo ist. Also man kriegt jetzt sozusagen für die 20 Euro schon 20 Zeitschriften und kann die verschenken, verkaufen, verteilen, wie man das will. Und natürlich kann man es auch verkaufen, warum denn nicht? Also es ist einfach eine klasse Sache. Und also man muss halt einfach auch Sachen ausprobieren. Also ich denke mal, man muss sich überlegen, wo macht es einen Sinn, dass das liegt. Zum Beispiel irgendwo im Wartezimmer von Ärzten, wo Leute sitzen, oder beim Friseur, oder in irgendwelchen Lokalen, oder lokale Kaffeehäuser. Man kann das im Grunde überall hinlegen und es ist irgendwie auch spannend, weil es ist eigentlich auf den ersten Blick klar, dass es zwar eine Zeitung ist, aber eine vollkommen andere. Und es ist einfach auch spannend zu beobachten, wie die Leute darauf reagieren. Und ich habe jetzt einfach ein paar Exemplare liegen da hinten auf dem Tisch und vielleicht ist irgendjemand neugierig geworden. Und vielleicht die zweite Geschichte, die ich mir gedacht habe, das ist ja, im Juni ist das EU-Austrittsvolksbegehren, beziehungsweise die Eintragungswoche für das EU-Austrittsvolksbegehren. Und was offensichtlich ist, dass es so totgeschwiegen wie möglich wird, also dass halt möglichst keiner davon was wissen soll. Und ich denke mal, das war vielleicht auch eine schöne Aufgabe, dass wir da irgendwie versuchen, das ein bisschen bekannter zu machen. Und ich habe jetzt einfach einmal aus dem Internet zwei Seiten ausgedruckt und das einmal fotokopiert. Es ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich habe dann auch zu wenig Zeit gehabt, aber vielleicht haben ein paar Leute Lust, sich auch Gedanken darüber zu machen, wie könnte man irgendwie einen Flugplatz gestalten, was man dann vielleicht wirklich in einer großen Menge kopieren können und einfach auch verteilen können. Oder irgendwo, einfach irgendwo liegen lassen, wieder in Wartezimmer, Friseur. Also ich denke mal, jetzt in jede Heute oder Österreich ans eine zu tun, da braucht man viel zu viel. Das können wir wahrscheinlich gar nicht finanzieren. Aber es gibt sicher irgendwelche strategisch günstigen Punkte, wo man das einfach liegen lassen kann. Oder eben in Kaffeehäusern, in irgendwelche Beisern. Einfach dort, wo die ganzen Zeitungen liegen, einfach auch. Ja, einfach auch solche Sachen liegen lassen. Und das soll natürlich dann auch so sein, dass da möglichst kurz viel Info ist. Wie gesagt, ich habe da hinten einmal ein paar Vorschläge hingelegt. Vielleicht hat wer Lust, sich das anzuschauen und vielleicht hat wer noch bessere Ideen. Okay.